Ich gebe zu, die Top 5 machen fast am meisten Spaß. Was hat uns der 13. Spieltag bislang gebracht? Wir schauen zuerst auf Samuel Kulczycki. Mit einer netten Pirouette holt er diesen Ball. Achtung, hier spielt er den dann noch trotzdem ganz kontrolliert drauf. Li Yongjin ist da, doch der ist dann ein Tick zu lang. Das war unsere Nummer 5. Wir gehen weiter zur Nummer 4. Daniel Habeson, Post des VfL Mühlhausen. Ja, gute Antwort auf den Rückhandspin aus der Halbdistanz von Benedikt Duda. Und das Ganze auch zu einem wichtigen Spielstand im 5. Durchgang, diese Vorhand. Parallel. Dann Nummer 3. Ricardo Walter gegen Jin Ueda. Ja gut, der hatte am Ende ein bisschen Glück. Aber dieser Slice, hier sehen wir den nochmal, der ist natürlich ganz lecker gespielt. Da kann dann Jin Ueda nichts mehr machen. Das war unsere Nummer 3. Wer landet auf 2? Es ist Ruven Filus. Ja, das war auch ein spektakuläres Ding. Gegen Kai Stumper. 5. Satz. 9-7 für Filus. Und den holt er sich. Holt sich die 3 Matchbälle. Am Ende sollte es noch in die Verlängerung gehen. Aber schauen wir noch mal. Diese Rückhand, die ist schon wirklich richtig stark von Filus. Aber die Nummer 1, die geht an Chan Akuzu. Vorhand, Vorhand, bis es wirklich nicht mehr geht. Chan Akuzu mit diesem Ballwechsel in dieser Woche auf Position 1.